Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papers, Please. Wir haben erfahren, es wurde in unserem Ministerium wurde etwas gestohlen. Das heißt, es werden vermutlich gefälschte Pässe auftauchen und Schlimmeres. Der Orden steht mit uns in Kontakt, hat uns eine Dekodierungskarte gegeben, dass wir ihre Leute passieren lassen sollen. Und unsere eigenen Beamten, beziehungsweise unsere Vorgesetzten, haben uns dazu aufgefordert, besser zu arbeiten. Naja, was wird der nächste Tag bringen? Dezember der 3. 1982. So, also der Einbruch bei der MOA, bei den MOA, also unseren Ministeriumsbüros, haben wurden Stempel gestohlen. Nichts Wichtiges, aber der Geheimdienst schlägt vor, vermutet, dass die Rebellen schon begonnen haben, offizielle astotzische Dokumente wegzugeben. Wir sollen jetzt noch genauer checken, dass auch die Siegel richtig sind und falsche und fehlende Siegel sollen wir im Dokumentenkapitel nachschlagen. Schnell nachsehen. Achso, genau, ja, hier sind die Siegel drin für den Arbeitspass. Ja. Okay, das kann ja mal lustig werden. Dann mal den ersten reinlassen. Guten Tag, der Herr. Aus Antegria kommt er. Nur zu Besuch. Er möchte einen Monat bleiben. Abgelaufen ist es nicht. Name stimmt. Passnummer stimmt. Männlich scheint er ja auch zu sein. Mhm. Und das Siegel. Das Siegel ist falsch. Wer hätte das erwartet? Ja, ihr Dokument ist gefälscht. Er weiß nichts darüber. Ich weiß, dass er festgenommen wird. Was ist das? Das ist eine Festnahme. So, dann lassen wir den nächsten rein. Ja. Ah, da ist wieder unser alter Freund. Hallo, mein Freund. Heute ist der Tag. Schau auf alle diese guten Papiere. Es war nicht einfach oder billig. Aber er hat jetzt angeblich alles. Mhm. Männlich, 1933. Das Siegel ist auch korrekt. Nicht schlecht. Ja, er scheint es geschafft zu haben. Können wir das da noch fragen? Beziehungsweise, nee, können wir so nicht erfragen. Er möchte nur 2 Tage einreisen. Das finde ich auch ein bisschen verdächtig. Ich traue ihm kaum, aber es scheint alles übereinzustimmen. In dem Fall. Bitte sehr. Er lobt uns und unsere Nation. Hier, nimmt das. Oh, eine Errungenschaft. Ein Token erhalten haben wir. Macht nette Geräusche. Papiere bitte. Was ist der Grund für Ihre Reise? Ich möchte ein paar Tage bleiben. Und was hat er als Grund angegeben? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, Transit. Stimmt so. Das stimmt auch. Pass. Wie wär's mit einem Pass? Kein Pass? Ja, dann wird es schwierig einzureisen ohne Pass. Nee, Sie brauchen einen Pass. Hier. Ah, können Sie den nicht gleich auf den Tisch legen? Mhm. Wieder aus der Nation. Oh, stimmt, das Siegel. Ich glaube, das Siegel könnte falsch sein. Das wäre jetzt noch so ein typisches. Nee. Ja, dann. Bitte sehr und viel Spaß in unserem Land. Upsa. So, angenommen. Und rein mit Ihnen. Haben Sie keinen Ärger. Ach so, vielleicht ist es so gemeint? Nee, doch nicht. Guten Morgen. Oh, das ist unser Freund. Ich habe 4 Leute festgenommen. Ach so, genau. Jetzt gibt's das Geld. Mhm. Das ist nicht genug. Wir haben 10 abgemacht. Ja, ich weiß.
Seine Frau ist krank. Das ist alles, was er noch hat nach der Medizin. Er gibt mir den Rest das nächste Mal. Wenn ich mehr Leute festnehmen würde, dann hätte ich mehr Geld. So haben wir den Handel ja eigentlich nicht ausgehandelt, aber da bei mir sowieso die halbe Familie schon tot ist. Und ich habe ja derzeit ganz gut Geld eigentlich. Gunther Lauchus, der hat auch, ja, Transit stimmt. Die ist noch nicht abgelaufen, der Pass. Sehr gut. Männlich, ich, wird wohl ein Mann sein, wenn der Gunther heißt. Gunther Lauchus, auch ein interessanter Name. Die United Federation haben ja allesamt sehr deutsch klingende Namen. Und das sieht alles gut aus. Ja, Ministry of Administration, das Siegel ist auch drauf. In dem Fall durch mit ihnen. Ich frage mich immer noch, wie ich es genau richtig anordne. Damit es dann stimmt. Er möchte durchreisen. Ah, so. So kommt das korrekt dran. Oh, das ist einer ihrer Agenten. Ich frage ihn mal trotzdem, ob er nicht doch noch den Eintrittsausweis hat. Er hat es verloren. Das ist aber einer ihrer Agenten. Ich werde ihn trotzdem durchlassen. Der Orden wird sich erheben. Ja, jetzt habe ich natürlich eine Strafe bekommen. Aber keine Geldstrafe, nur eine Verwarnung. Dafür ist der Orden durch. Super Daniel. Mal kurz gucken, wie die zweite. Stephanie Gran. Hoffentlich habe ich die nicht schon abgelehnt gehabt. 93 Kilo, 168 Zentimeter. Stimmt so. Geburtsdatum stimmt auch überein. Weiblich. Ist das eine sehr hässliche und fette Frau? Falscher Knopf. Falsch. Da. Nein, es ist ein dicker Mann. Sind sie männlich oder weiblich? Ja, drehen Sie sich mal den Scanner zu. Dann finden wir das heraus. Wobei ich nicht so das Bedürfnis danach habe, ihn nackt zu sehen. Ja, sie sehen aus wie ein Mann, würde ich sagen. Das wird wahrscheinlich auch der Mode sagen. Ach genau, ich kann den ja... Ja, hier ist ein Problem mit ihrer Behauptung. Er weiß nichts darüber. Ja, festnehmen in dem Fall. Genau, ich kann ihn jetzt ganz schnell anmachen, ohne mit der Maus hingehen zu müssen. Sehr gut. Haben wir uns wieder einen halben Fünfer verdient, wenn er uns diesmal das ganze Geld gibt, vorausgesetzt. Papiere bitte. Er kommt, um zu arbeiten hier. Mhm. Upsa. Kahn Tüver. Das Siegel stimmt. 2 Monate möchte er hier bleiben. Das Datum ist auch gut. Männlich. Geburtsdatum stimmt. Oh, die hohen Künste. Ja, abgelaufen ist es auch noch nicht. Oh, ich glaube, das ist falsch. Hier, der Arbeitspass ist, glaube ich, falsch abgestempelt, oder? Null. Das stimmt nicht so. Ich drücke immer noch auf den Knopf, statt einfach... Ah, es ist ein M. Doch, jetzt sehe ich's. Gut, in dem Fall stimmt das alles überein. Und wir lassen ihn durch. Bitte sehr. Viel Spaß bei den hohen Künsten, die sie ausüben. Und zum nächsten. Guten Tag, die Dame. Oh, das letzte schon für heute. Sie möchte hier arbeiten als Zahnärztin. Sie möchte für 3 Monate bleiben. Für nur 3 Monate arbeiten. Hm, das Siegel stimmt. Arbeit, 3 Monate, Nummer stimmt. Johanna Katmus. Das stimmt auch. Ministry of Administration. Aus Haihan. Sollte auch stimmen. Foto stimmt. Ist nicht abgelaufen. Ist gut. Noch jemand letzten ins Land lassen. Auch wenn dieser letzte nicht bezahlt wird.
Und dann ist für heute die Klappe zu. Oh. Und es war noch ein Fehler. Ein fremder Mann hat Geld gebracht. Wie bitte? Jemand hat mir Geld gebracht? Und ich kann es jetzt verbrennen. $1000. Wenn ich es überhaupt nicht brauchen würde, wahrscheinlich. Mit $1000 könnte ich natürlich hier aus dem Schlamassel kommen. Andererseits ist es sehr verdächtig, $1000 plötzlich zu besitzen. Ich behalte mal die $1000 und schaue, was weiter passiert. Oh, auf meiner Zeitung der Abdruck des Ordens. Eine Sabotage am Tunnel, wahrscheinlich durch den Orden. Die Geschichte Astotzkas in Bildern und Wörtern. Großteils Wörtern. Und das ist eine kleine Vorausblick auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.